zusammen treffen am Muttertag Sonntag im Sportrock Zwillisau. Tausende sind aus der ganzen Schweiz angelockt vom Sound von grosszylindrigen Motoren, von strahlendem Chrom unter blauem Himmel, von Auto, wie man sie so kaum sieht auf unseren Strassen. Eigenwillige Formen, ausgefallene Konstruktionen. Statt klein und praktisch, gross und schön. Sportrock am Sonntag, ein Eldorado für alle Ami-Fans zum Schauen und Träumen. So viele sind gekommen wie noch nie. So viel, dass auf der Etiswilerstrasse vom Mittag bis zum frühen Abend ein regelrechter Stau geherrscht hat. Parkplätze im weiteren Umfeld, alle voll. Sammitreffen, ein voller Erfolg. Ein Aushängeschild für Willisau und die ganze Region. Wer bist du und was ist das für ein Auto? Ja, ich bin der Gregor. Das ist ein 30er-Jahr Ford. Ford A, sogenanntes Deluxe Coupé. Deluxe hat einen Schwiegermuttersitz hinten, hat ein bisschen Chromteile dran. Oh ja, und darum hat man diesen Deluxe Coupé gesagt. Die Leute haben immer das Gefühl, das sind mega seltene Auto. Aber man muss wissen, dass von 1928 bis 1931 sind 4,3 Millionen Stück gebaut worden in allen möglichen Karosserievarianten. Es gab viertürige Limousinen, Pickup, alles Mögliche. Alles vom A, also nicht vom T? Das ist Ford A richtig, jawohl. Das ist der Nachfolger vom T. Der grosse Unterschied ist, du hast hier schon eine standardisierte Pedalanordnung. Du musst dich nicht umgewöhnen. Das Gaspedal ist dort, wo du dich gewöhnt bist. Und vor allem auch die Bremse ist dort, wo sie muss sein. Wir hätten in verschiedenen Farben können haben. Alles schwarz, oder? Stimmt nicht ganz. Das ist ein Mythos. Was immer schwarz war, meines Wissens, sind Kotflügel. Und den Rest hätte man tatsächlich verschiedene Farben können haben. Was ist speziell an diesem Modell? An dem ist jetzt noch ein bisschen speziell, dass der Motor ein bisschen optimiert worden ist mit zeitgenössischem Tuning. Was heisst das? Das heisst, wir haben ein bisschen mehr Leistung, wir haben einen anderen Zylinderkopf. Das wäre vielleicht noch interessant zum Anschauen, denke ich. Von 0 auf 100 in 5 Sekunden? Ja, ich würde sagen, mit Rückenwind, Abendsonne und optimalen Bedingungen. Ich habe es noch nie gemessen. Okay, schauen wir es mal an. Also was wir hier haben, ist ein spezieller Zylinderkopf. Das sind normal seitengesteuerte Motoren. Der hat jetzt obenliegende Einlassventil. Wir haben einen optimierten Vergaser. Der ist normalerweise unten beim Krümmer, wird schön aufgeheizt. Hier ist er in einem kühleren Bereich oben. Und natürlich die ganzen Innereien muss man dieser höheren Leistung natürlich ein bisschen anpassen. Das ist eigentlich noch eine interessante Geschichte. Die Köpfe hat es eigentlich schon in den 30er Jahren gegeben, wo man noch auf den Salzsee gefahren ist mit diesem Auto. Lange hat es das nicht mehr gegeben. Und jetzt hat aber einer wieder angefangen, mit den alten Formen die Köpfe wieder zu machen. Darum kann man die praktisch neu wieder kaufen. In dem Jahr. Also 2015. Per Zufall mehr oder weniger. Also ich habe mal im Internet natürlich, wie man es heute macht, gesucht. Und dann hat tatsächlich einer so einen noch seit etwa 2-3 Jahren in einer Tiefgarage unten gehabt, so als unvollendetes Projekt. So bin ich zu dem Auto gekommen. Ich bin der Gregor von Sorsi. Und wieder bahnt sich eine noble Karosse den Weg durch die Besucher. Auch hinter dem Sportrock alles voll Leute. Und er weist den Weg, der Dani Hüssler, Co-Chef vom Sportrock. Bernie, hier unglaublich. Sportrock-Team mit vollem Einsatz. Der Werner Puma passt am Würstbrötchen, du am Auto einweisen. Wie viel hast du eingewiesen? Ja, wir sind jetzt irgendwie bei knapp 2000. Also es ist unglaublich, was heute abgeht. Es ist tolles Wetter und hier sehen wir, sie kommen von der ganzen Schweiz hierher.
Wir haben ausländische Fahrzeuge, Deutschland, Österreich, Italiener sind da. Ja, es ist unglaublich, aber das Wetter spielt uns natürlich auch in die Karte, das ist so. Wie haben die das alles erfahren? Ja, es ist jetzt das fünfte Mal, wo wir es machen und es ist stetig grösser geworden. Und ich glaube, das Szene hat einen guten Namen. Wir sind nicht allzu riesig zwar, aber es ist familiär und das Flair gefällt nicht Willisau. Es gefällt nicht Willisau selber, das Städtchen. Ich glaube, es ist ein toller Ort und mit dem Wetter, glaube ich, dürfen wir uns zeigen hier im Hinterland. 20 Minuten Anfahrtszeit, das sind die letzten paar Meter hier. Ja, das ist definitiv so. Also wir haben jetzt wirklich probiert, die Autos ein bisschen, zu selektieren. Hier auf dem Hauptparkplatz haben wir nur die ganz Alten, also Jahrgang 60 und älter. Ja, sie müssen ein bisschen warten, aber ich glaube, die meisten haben Spass und Freude, dass sie hier sind und dass man ja, die Kerne auch sieht. Und das ist ja das Wichtigste. Hat dir besonders einen gefallen, oder wie? Ja, mir gefallen natürlich speziell die Alten. Ich bin ein Fan von Alten, Amerikaner, generell Auto und Döf. Und ja, also mein Herz schlägt höher, wenn ich jetzt so hier schaue und die alten Camaros, Dodge und Chevrolet sehe. Macht schon Freude, das ist so, ja. Was gibt es bei euch alles? Also wir hören DJ Beetle. Was gibt es sonst noch? Wurst, Brot? Ja, wir haben das Angebot ein bisschen ausgedehnt. Wir haben jetzt auch Helikopter-Rundflüge. Das gibt es das erste Mal. Es sind 15 Stände, die wirklich alles anbieten, was man gerne hat. Und da meine Szene, natürlich auch kulinarisch. Haben wir sehr viel. Es ist von Trinken, Essen, über Geniessen, Sehen und Gesehen werden, ich glaube alles heute hier. Sehen und Gesehen werden, wie viele tausend Leute das hat, weiss man das schon? Ja, ich schätze mal, es wird zwischen 4 und 6'000 Leute drin haben, es wird irgendwie dort durchgehen, vorher hat jemand gesagt, hey, ich weiss es nicht, aber es sind sicher viele, es ist im Moment ist es an der Grenze, wir müssen schauen, dass wir nächstes Jahr das noch ein bisschen optimieren können, wenn es wieder gutes Wetter ist. Aber wir sind dankbar und es ist toll, dass so viele Willisau kommen. Ich glaube, es ist für die Region auch ein Gewinn. Den ganzen Nachmittag wechselnden Fahrzeugpark. Die einen gehen, die anderen kommen. Sobald der Parklücke frei wird, ist auch schon wieder ein Fahrzeug da, das sie füllt. Und Achtung! Wer sind ihr und was haben wir da für ein Auto? Das ist ein 1947er International Pickup. Was ist speziell daran? Was ist für eine Marke? Das ein International, das sind Lastwagen-Traktoren gsi früher. Und früher haben sie es noch als Pickup gebaut, oder? Wie kommt man zu so einem Fahrzeug? In dem, dass man genug spinnt. Nein, das ist einfach Liebhaberei. Das ist sehr selten, da gibt es nur viermal in der Schweiz. Technische Daten? Ja, ziemlich gut. Das ist auch ein V8 drin. Ja, läuft schön. Fahrt ihr ab und zu mal um oder nur bei schönem Wetter? Nein, wenn du natürlich an irgendwelche Treffen gehst und dann kommst du auch in den Regen, dann bist du auch im Regen, oder? Das ist nicht ganz wasserdicht, aber das spielt auch keine Rolle. Darum den Hut, hä? Ja, darum den Hut. Noch kurz zu euch, von wo sind ihr? Von Luzern. Wobei, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Harley-Szene. Aber wenn man ein bisschen auf Amerikanisch spielt, dann landest du halt irgendwann bei dem. Oder? Da müsste noch ein 47er Harley drauf und dann passt es dann ganz. Hinterfür hat es noch Platz. Ja, das wäre noch das Endziel. Okay, wir haben immer noch Zeit. Danke vielmals. Kompromissa, Gegenwart, Metallise, Mama, es passt. Gut, was haben wir hier für einen Wagen? Das ist ein Chevy 57 Bel Air Hardtop Coupé mit einem originalen 4,6 Liter, einem 283er V8 Motor. Gibt es noch viel von denen? Ja, es hat schon noch recht viel. In Amerika noch mehr als hier. Ja, ist anzunehmen. Wie ist man zu diesem Auto gekommen?
Wir haben auch über das Internet gesucht und lange Suche halt. Ja. Und irgendwann ist man der Fündig geworden, hat importiert von Ohio. Und hat, ja, so wie er eigentlich aussen da ist, ist er importiert worden. Aber unten auf haben wir sicher alles neu gemacht. Er ist Veteran geprüft, Fulltimer. Und ja, sonst ist er original, wie er am Werk eigentlich auch ist. Was heisst das, Veteran geprüft? Das ist alles Originalteile, die verbaut sein müssen. Originalgetreu, wie es halt in der Auslieferungszeit im 57 war. Synchraco, was ist das für ein Auto? Das ist ein Chevrolet Impala, Jahrgang 61. Und der ist aus den Staaten importiert worden vor ein paar Jahren. Und hat einen alten Mann, war der Besitzer von ihm. Und den konnte ich von ihm kaufen. Jetzt erst das Jahr, also ich bin noch nicht so lange, etwa 3 Monate habe ich das Auto. Habt ihr schon ein bisschen ausfahren mit dem Cabrio? Das ist jetzt das zweite Mal im Prinzip, wo ich ausfahre mit dem. Jetzt haben wir doch eigentlich schlechtes Wetter gehabt, wir haben nicht immer die Zeit. Also ein paar technische Daten, wie viel Hubraum hat er zum Beispiel? Der hat 5,7 Liter. Und für den PS-Zahl, das weiss ich noch nicht so ganz genau, aber der wird um die 200 herum. Also 5,7 Liter, das ist nicht der Verbrauch auf 100 Kilometer? Nein, das ist Kubik, ist Kubikinhalt, das ist ein V8. Und Verbrauch? Da kann ich auch noch nicht sagen, aber ist jetzt etwa um die 20 Liter rum. Ist ein handgeschalteter Dreigänger. Und dann noch die Steueranschaltung. Also eine alte Technik. Der hat ihn noch nie so lange. Wie lange schon? Wie? 3 Monate habe ich den. Und sonst, was haben Sie noch im Stall? Ich habe noch einen 70er Impala, auch Gabriolet. Dann habe ich noch einen C6 Cabrio, einen Corvette. Dann habe ich noch Camaro SS, Camaro Hirok Z und noch etwa 2-3 andere und unter anderem auch einen Cinquecento alten. Eine grosse Garage? Grosse Garage, ja. So lange, Normwert nicht, oder? Wie? Normwert von Garage? Die Garage ist relativ gross, aber für den habe ich auch keinen Platz. Den habe ich auswärts parkiert, eingestellt. Was machen die von Beruf, dass du so Auto Mechaniker, oder? Nein, ich habe eine Firma, wo ich für die Elektriker im Unterakkord arbeite. Bei mehreren Mitarbeitern. Ja. Okay, danke vielmals. Ja, bitte. Schönen Tag. Nicht nur aus Blech und Chrom hat man ein Auto gesehen, man hat sogar eins sauber gemacht aus Holz und Motorsäge. Adrian Schmidigen, was hast jetzt du da gemacht? Ich habe hier einen Hot Rod gemacht, so einen Autotum-Karren. Ja, aus Holz, eigentlich aus einem grossen Tram. Und wie lange hast du jetzt da dran gehabt, bis der letzte Schliff gepasst hat? Ja, jetzt bin ich etwa 2,5 Stunden dran gewesen. Wie kommt man zu einem so einem Hobby oder machst du das beruflich? Ja, das mache ich jetzt momentan noch Hobby. Ziel wäre es, ein bisschen beruflich wird sein, aber... Ja, es kommt auf die Aufträge drauf ab, aber... Was kannst du alles mit deiner Motorsäge machen? Ja, es ist eigentlich alles. Ich kann eigentlich alles. Es ist grenzenlos, sozusagen. Ein Porträt von einem, wo es gerne in die Stube möchte stellen von sich? Ja, könnte man auch probieren. Ich kann alles probieren. Eigentlich hauptsächlich mache ich schon die Kultur, die von aussen hinkommen. Ja.
Was ist das für eine Motorsäge, die du da damit die Details rausholst? Hast du da verschiedene oder ist es immer die gleiche? Ich habe einfach die Marke, die ich habe, Stil. Es hat die verschiedenen Gruppen von der Motorklasse. Was sicher muss schauen, sind Schwerter, verschiedene Carving-Schwerter, dass man eigentlich in die Decke rein kann und nicht wegschlotzt. Es geht eigentlich mehr auf die Schwerter. Muss spitz sein vorne, oder, für die Details? Ja, die müssen vorne spitz sein, dass man es nicht zurückschlägt. Jetzt ist ja das versteigert worden. Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden, ja, mit dem Betrag. Sicher. 700 Franken? 700 Franken, genau, ja. Und wenn man sonst etwas möchte von dir, muss man auch in dieser Preisklasse rechnen? Ja, es ist schon um dieser Preisklasse rum, ja. Wie kommt man zu dir, also deine Adresse? Meine Adresse ist in Bötzschei. Das E-Mail ist weiteigel@bluewind.ch. Falls jemand Interesse hat, danke vielmals. Merci, ja. Der Variantenreichtum der Fahrzeuge ist gross. Reisebus, Pickups wie hier gerade der rote, alte, ganz alte und auch neuere hat man sehen können. Da einige Impressionen. Auch neue Fahrzeuge haben ihren Reiz und ihre Anhänger. Da gibt es nicht nur alte Autos, auch neue. Was ist jetzt das Führige? Das ist richtig. Es gibt natürlich, die alten sehen schöner aus, viel mehr Chrom. Dafür haben wir mit den neuen etwas mehr Leistung. Ich bin in der Lage, dass ich von beiden etwas habe. Ich habe daheim noch einen 72er Mustang in der Garage stehen, der im Moment leider noch nicht fahrtauglich ist. Aber ich hoffe, dass er das Jahr noch auf die Straße kommt. Muss man noch ein bisschen Schrauben dran? Ja, es sind nur noch Kleinigkeiten. Er hat ein bisschen Ölverlust, der da gemacht werden muss. Und jetzt das Auto, das da sind, was ist das für ein? Das ist ein 2011er Shelby. Mit 558 PS, 691 Newtonmeter. So wie er da steht, ist er eigentlich auch vom Band gelaufen. Ist also nichts gemacht worden dran, ist alles original. Ah, wie viel verbraucht er auf 100 Kilometer? Kommt immer ein bisschen darauf an, was für ein Gasfuss das er hat. Aber ich denke, wenn er normal fährt und nicht überall übermäßig Gas hat, kommen wir mit 13 Liter raus. Immerhin, geht die Fahrzeuge, die brauchen da deutlich mehr. Also, wenn ich das vergleiche zu den alten Fahrzeugen, wo man dann von 15 Litern aufwärts redet, muss ich sagen, sind wir mit dem gut bedient. Wie kommt man zu einem so einem Auto? Wie kommt man zu einem so einem Hobby? Also das Hobby ist von mir eigentlich, seit ich 18 bin, die Autoprüfung gemacht habe, hat mich das fasziniert. Also das Auto im Allgemeinen und amerikanische Fahrzeuge im Speziellen. Und habe mir mit 19 meinen ersten Mustang gekauft. Und bin eigentlich dieser Marke bis heute treu geblieben und ich bin doch schon einiges über 50. Mechaniker? Nein, leider nicht. Also es ist auch noch ein bisschen kostenintensiv. Der Blick und die Kühlerhaube von der Cobra, eine Offenbarung. Also das wäre jetzt das Innenleben von dem Shelby. Es ist ein 5,4 Liter V8 Aggregat. Mit einem aufgesetzten Kompressor, offenen Luftfilter, selbstverständlich alles legal und eingetragen. wie gesagt, das Aggregat leistet 558 PS bei 691 Newtonmeter. Ansonsten, wie gesagt, alles original. Es ist also nichts irgendwie noch zusätzlich gebastelt oder für eine Leistungssteigerung abgeändert wurde. Super, die Höchstgeschwindigkeit, wissen wir von dem? Ja, Höchstgeschwindigkeit, ich weiß es nicht so genau, aber ich denke, wird es so um die 250, 260 sein. Okay, gut. Pink Cadillac, wer da am Steuer sitzt, bewegt Tonnen.
bei der 5. Austragung des Ami-Treffen in Willisau das erste Mal mit dabei. Swiss Helikopter von Pfaffnau mit Rundflug. Der Nahdrang ist gross, der Miki von der Bodencrew voll im Einsatz. Ihr habt euch gerade für einen Helikopterumflug entschlossen. Was ist die Motivation? Was ist das Gefühl? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch nie das gemacht, bin noch nie geflogen. Und ja, meine Flugangst überwinden. Aber mit dem Flugzeug schon? Einfach mit dem Helikopter noch nicht? Nein, mit dem Flugzeug auch noch nie. Premiere heute? Ja. Guter Flug, wir sind auch gespannt. Ja, danke. Michael, du bist da Flughelfer bei den Swiss Helikopter. Was ist genau deine Aufgabe? Ja, unsere Aufgabe ist hier eigentlich zu schauen, dass wenn der Helikopter hier in den Leuten landet, dass wir für die Sicherheit sorgen, dass wir schauen, dass die Leute sicher zum Helikopter weg und wieder davon, also daher und wieder davon wegkommen. Dass wir mit den Leuten kommunizieren, Flüge verkaufen und so weiter und so fort. Eigentlich das ganze Management rund um den Helikopter, das ist unsere Aufgabe. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, wenn einer 2,10 Meter ist, dann sagt man, man soll den Kopf ein bisschen einziehen. Ja, das ist einfach wichtig, dass er auch noch ein bisschen mitstudiert, richtig. Und dass wir es im Überblick haben, richtig. Genau. Das Geschäft läuft, heute super Wetter, Haufen Leute da. Ja, bei diesem Wetter ist natürlich immer gut. Da ist das Interesse auch da, um zu fliegen. Und wenn die Ausstellung auch noch läuft, ist das tipptopp für uns, ja. Swiss Helikopter, kurz vorgestellt, wo sind ihr, was macht ihr genau? Also wir haben mehrere Basen über die ganze Schweiz verteilt. Wir sind jetzt von Pfaffnau hier und haben dort die zwei Helikopter von dem Typ, der hier sieht, der hier fliegt und damit eigentlich alles Personentransport durchführen. Etwa noch Foto- und Filmflüge, das ist so ein bisschen unser Aufgabengebiet, das wir machen. Dann vielleicht mal etwas für uns. Swiss Helikopter, was ist das für ein Helikopter, der hier im Einsatz steht? Das ist ein Eurocopter EC-120. Er ist so ein bekannt für seine ruhige und leise Flugweise und ist eben sehr angenehm für die Passagiere drin. Er ist nicht, man hat nicht auf dieser Zeit, wo man fliegt, hat man keinen Lärm um sich. Also schon ein bisschen, aber es ist extra gemacht für Personentransport. Genau. Also wenn ich sehe, ihr habt zwei Angebote für 45 Franken und für 75 Franken. 75, 10 Minuten. Wo kommt man da überall durch in diesen 10 Minuten? Da kann man so ein bisschen wünschen, wo man möchte. Man kann auf dem kurzen kann man ums Gelände herum, auf dem längeren kann man etwa noch den Sempachersee anschauen oder vielleicht das eigene Haus, wenn man hier in der Region wohnt. Das ist so ein bisschen individuell nach den Leuten, die sie durchfliegen wollen. So machen wir das. Alpenrundflug? Ja, von hier aus jetzt gerade nicht. Da wollen wir so ein bisschen die kleinen Flüge und den Helikopter den Leuten näher bringen. Aber Alpenrundflug bieten wir an. Ab der Basis da kann man uns gerade kontaktieren per Telefon und dann kann man das besprechen und den auch durchführen. Ja. Basis, also das ist Pfaffnau. Wie findet man das im Internet nachschauen? Ja, da kann man swisshelikopter.ch/Pfaffnau und da ist man auf der Internetseite und sieht alle Angebote, die wir haben. Weil es gibt noch einen schönen Tag hier, oder? Wir hoffen es ja. Das hoffen wir. Merci auch. Man hört schon von Weitem, der Eurocopter ist wieder im Anflug. Spannung steigt. Der RC-120 landet. Nächste bitte einsteigen.
Kurz darauf geht's los. Suchen vom Sonntag ein buntes Völkchen. Und das kann man bei denen ganz wörtlich nehmen. Die sehen so stilecht aus. Hat extra für den Anlass so angezogen? Nicht für den Anlass, ich bin eigentlich immer so. Also das ist unser Lifestyle, den wir leben. Da kann man nicht überall hingehen, aber hier auf jeden Fall passt es. Auf jeden Fall, da passt es auf jeden Fall, ja. Du, wieso bist du heute hier? Ja, schöne Autos, coole Leute, gute Atmosphäre, schönes Wetter. Schöne Frauen. Die hast du ja links und rechts bei dir, gell? Ja, das darf ich jetzt auch nicht sagen. Da. Okay, du? Ja, ich bin auch hier wegen meiner Schwester sicher, weil sie ein wunderschönes Pin-Up-Model ist. Und ja, ich tue das ein bisschen unterstützen. Schönes Wetter, coole Leute, schöne Atmosphäre. Extra so angezogen für heute, du schon, oder? Ja, speziell heute und sonst auch so Rockabilly, alles. Pin-Up-Model, also ist das wirklich ein Beruf oder eine Nebenbeschäftigung oder ein Hobby? Ja, also Model ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wenn man natürlich immer so angelegt ist, wird man auch angesprochen. Und gerade wenn es so schöne Autos hat, fragt man, kommst du noch vor mein Auto, darf ich noch ein Foto machen? Aber wenn, dann eher so hobbymässig. Danke vielmals, viel Vergnügen. Merci, danke. Zum gedicken Fahrzeug der passende Style, das trifft auch voll auf die beiden zu. Ein wunderschönes Auto, ein wunderschönes Outfit, das ihr habt. Outfit, he? Passt noch irgendwie. Was ist das für ein Auto? Das ist ein 59er Cadillac. Das war noch zu der Zeit, wo es die grössten Heckflossen hatte. Vorher und nachher waren sie nur noch kleiner. 6,7 Liter Hubraum und unser Traum, den wir uns erfüllt haben. Super, wie sind ihr zu diesem Auto gekommen? Zuerst lang sparen und nachher lang suchen, vielen Kollegen das sagen und nachher das Glück haben, dass jemand, der sagt, es ist ihm wichtig, dass das Auto weitergepflegt wird, einem das günstig nachher auch überlässt. Und ihr habt den Spass, dürfen mitzufahren und im Sommer den Arm ein bisschen rauszuhaben. Genau. Das ist auch mein Traum, das ist auch das Kind. Haben Sie das zusammen gekauft oder wie? Ja, das haben wir uns zusammen erfüllt, der Traum. Und wir tun auch die Musik genießen. Wir tanzen Boogie Woogie bei den Pink Cadillacs in Solothurn. Und sie haben immer an den Anlässen gesehen und haben immer gedacht, irgendwann gehen wir mit dem eigenen Auto. Und euch ein Outfit ist original, originell, ein Holzkoffer haben Sie hier alles. Das passt. Ja, wir suchen auch überall immer auf der Flohmarkt. Wir waren kürzlich in New York auf der Flohmarkt, kaufen dort die Sachen ein. Und wenn man das Auto pflegen will, dann muss man auch das Outfit pflegen. Wie oft fahren Sie raus? Sind Sie auch? Fahren Sie auch? Wir fahren auch, ja. Aber meistens fährt mein Mann. Immer wenn schön Wetter ist. Aber im Winter nehmen wir ihn nicht raus. Wäre schade. Genau. Auf 100 Kilometer, was verbraucht er? Ja, ca. 10 Liter pro Person. Okay, das sind die Zweite. Genau. Ganz genau. Danke vielmals. Und weiter geht's. So, dann haben wir natürlich Top-Bedingungen, Top-Wetter bei uns am Abend 2015. Im Sport der Familie Saal. Bleiben weiter in Drang. Hier sind die tolle Atmosphäre, die tolle Stimmung. Der Platz rund um den Sportclub kommen. Wir gut auf die schönen Fahrzeuge. Auf alt folgt neu. Auch er hat lang geträumt und sich den Wunsch erfüllt. Gerade gekommen, stolzer Besitzer von einem, wie heisst das Auto? Dodge Challenger, 392er Hemi-Motor, Nagoralde. Es ist ein limitiertes Auto.
Das ist die Nummer 473 von 1100 Stück. Eine seltene Sache. So ein paar technische Daten, Hubraum, Verbrauch von 6,4 Liter, also 6424 Kubik mit 477 Original PS. Okay. Wie kommt man zu so einem Auto? Das ist etwas, das ich schon immer wollte. Und vor allem seit Kindheit schon. Und das Auto habe ich per Zufall angetroffen in der Schweiz. Zu einem sehr vernünftigen Preis. Und da haben wir es gerade gekauft. Kann man etwas sagen, was ist vernünftig? Vernünftig? Die Hälfte als das, was er neu gekostet hat. Okay, wir wissen Bescheid. Als Kind, Mami, kauft mir so eins, das hat der noch nicht so funktioniert, oder? Ja, trotzdem noch nicht ganz. Wobei, mein erstes Auto war ein Pontiac Trans Am, Targa, 6,6 Liter. Wo ich gefahren bin, als ich das Auto belegt habe. Mit 18 schon? Ja, das war das erste Auto, das ich gekauft habe. Schon früh angefangen? Nachher hat es einen 7,2 Liter Pontiac Formula gegeben mit HO-Köpfen. Original 330 PS. Und so etwas Praktisches, wenn ich fahre, Toyota, hat es auch mal in der Garage? Ja, das hatte ich auch. Vernünftige Auto hat es auch zwischen ihnen, aber das war jetzt eigentlich mein Traum und das habe ich mir verwirklicht. Okay. Weiterhin viel Spass mit dem Traum. Danke vielmals. Wir hatten ihn vorher schon kurz gesehen, da ist er wieder. Der Parkeinweiser quasi, gibt es dir auch den Schlüssel, wie im Hotel? Nein, leider nicht. Sonst da hätte ich noch relativ viel Freude, wenn ich da jedes Auto mal fahren könnte und parkieren. Das wäre ein Ambiente per excellence, ja. Oder irgendeiner würde es vermissen am Abend, oder wenn er wegfahren möchte? Das wäre das andere, aber ich glaube, ich könnte mich nicht einmal entscheiden, welches Auto das ich jetzt hier noch würde vermissen würde. Bist du eher so ein bisschen, du siehst ja alle, oder? Du musst ja alle einweisen. Bist du eher so ein bisschen Fan von Älteren oder eher von Neueren? Es gibt ja beides da. Ich bin eigentlich schon eher, also wenn ich jetzt das alles anschaue, schon eher ein Fan von den Älteren und die, die auch noch ein bisschen tönen und dort, wo man ein bisschen Motorengeräusche hört. So ein Favorit, den du gesehen hast, was wäre das? Der hier, den wir gerade angeschaut haben? Nein, ich hätte jetzt so einen Chevy Bel Air. Einen, der noch ein bisschen Puppe hat unter dem Pütli, das wäre jetzt schon noch einer, den ich auch gerne hätte. Okay, gut, sparen, he? Dann schaffst du es. Auf jeden Fall, ja, da bleibe ich dran, darum auch Weiterbildung und alles drum und dran. Beim tausendsten Mal hast du es verdient, hier ein paar Kaweisen. Ich hoffe es doch sehr recht, ja. Danke vielmals, ja. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns vom 5. Ami-Treffen vom Muttertag Sonntag im Sportrock Zwillisau. Genau, bis zum nächsten Mal.